Krisen fordern uns heraus. Die Dinge ändern sich sehr oft und sehr schnell und das auf radikale und ungewohnte Art und Weise. Das Gewohnte ist nicht mehr da. Die vertraute Routine, die Sicherheit und der Halt gehen verloren. Unsere gesamte Kraft und unsere Aufmerksamkeit ist es in das Äußere gezogen und die Verbindung zu uns selbst geht verloren. Es ist kaum noch Zeit für uns selbst. In diesem ersten Schritt wollen wir daher die Aufmerksamkeit vom Äußeren zurück in das Innere lenken und einen Bezug zu uns selbst wieder neu herstellen und entdecken. Nimm dir also einen Moment lang die Zeit, um eine für dich angenehme und bequeme Meditationshaltung zu entdecken. Dafür kannst du dich gerne hinlegen und es dir gemütlich einrichten und dich zudecken. Oder du suchst dir einen bequemen Sitz aus. Das wiederum kann auf einer Sitzunterlage sein, denn je höher du sitzt, desto bequemer ist der Sitz. Oder du setzt dich einfach auf einen Stuhl. Das ist völlig dir selbst überlassen. Wichtig ist dabei nur, dass du die nächsten 10 bis 15 Minuten angenehm sitzen oder liegen kannst und du dich dabei bequem fühlst. Es ist auch gar nicht so wichtig, wie das von außen aussieht. Viel interessanter ist die Frage, ob es für dich angenehm ist. Wenn du also das Gefühl hast, dass du ohne große Verspannungen verweilen kannst und dabei gut atmen und frei atmen kannst, dann ist es die für dich richtige Meditationshaltung. Wenn deine Augen dabei offen bleiben möchten, dann suche dir einen Punkt aus, den du anschaust, denn das gibt deinem Blick etwas mehr Halt. Wenn die Augen sich schließen dürfen, dann schließe sie sanft und weich und ohne große Anstrengung. Entspanne in dem Fall deine Augen, denn sie müssen jetzt nichts Besonderes suchen. Und entspanne auch den Raum um die Augen herum, besonders den zwischen den Augen. Atme gern einmal ganz tief durch, um wirklich hier anzukommen. Atme tief ein und tief wieder aus. Und noch einmal ganz tief ein und tief aus. Und dann lass es auf ganz natürliche Weise weiteratmen. Lass es atmen. Und nimm dir nun einen Augenblick lang Zeit, um den äußeren Raum, in dem du bist, noch einmal bewusst wahrzunehmen und zu spüren. Vielleicht gibt es ein besonderes Geräusch oder einen Klang, den du jetzt hören kannst. Dann lausche dem einen Moment. Wie riecht der Raum? Ist es vielleicht ein gerade besonderer Duft, den du wahrnimmst? Etwas, das du womöglich immer wieder gerne riechst? Oder vielleicht sogar erst jetzt bewusst wahrnimmst? Was riechst du? Nimm es wahr. Vielleicht spürst du ab und zu auch einen kleinen Windhauch, der deine Haut sanft streichelt. Und dann bring die Aufmerksamkeit zu den Unterlagen unter dir. Kannst du fühlen, wo du jetzt die Unterlagen berührst? Ist es vielleicht ein weicher Kontakt, der dem nachgibt? Oder fühlt sich diese Berührung stabiler und fester an?
Und wenn du die Berührungen nach unten spürst, dann können eventuell die Berührungsflächen zu den Unterlagen größer werden, sodass du noch bewusster nach unten eintauchen kannst. Schenke dir einen Moment, um alle Berührungsflächen nach unten wahrzunehmen. Über sie kannst du die Verbindung zur Erde spüren. Du kannst fühlen, wie von unten die Erde dich trägt. Das macht sie schon immer und das macht sie dein ganzes Leben lang. Der Boden unter dir lädt dich ein, dich seinem Halt anzuvertrauen. Und einen Teil der Anstrengung aus deinem Körper in die Erde hineinfließen zu lassen. Und während du nach unten ein Gefühl des Erdens ergründen kannst, darf daraus ein Gefühl der Leichtigkeit entstehen. Du bist also nach unten gut vererdet, verwurzelt und kannst dich daraus nach oben leichter und lebendiger fühlen. Du bist geerdet und lebendig zugleich. Bring nun deine Aufmerksamkeit zur Atmung. Sie ist ein sehr feines und lebendiges System. Du kannst dieses System bewusst kontrollieren, wenn du beispielsweise ganz bewusst einatmest und ausatmest. Atme nun einmal ganz tief ein und ganz tief aus. Tief ein. Und tief aus. Du kannst es aber auch der Atmung selbst überlassen, wie sie dich atmet. Du musst sie jetzt in diesem Moment gar nicht mehr kontrollieren, denn du wirst geatmet. Tauche daher in einen ganz natürlichen Atemfluss ein. Und wechsle vom Wollen zum Geschehen lassen. Du wirst geatmet. Du lässt es geschehen. Es atmet dich. Es atmet ein und es atmet aus. Ganz natürlich ein und aus. Du brauchst also nichts weiter tun, als ganz einfach der Atmung zu folgen und dabei zu spüren, wie sie durch deinen Körper fließt. Wie du im Einatmen spüren kannst, dass frische Luft nach innen strömt und sich dabei deine Lungen ganz sanft ausdehnen und auffächern. Du spürst auch, dass im Ausatmen die Lungen aus ihrer Weite ganz sanft wieder zurückfließen in ihre eigene innere Mitte. Im Einatmen fließt frische Luft nach innen,
Von der Nase zum Rachen, durch den Kehlkopf bis in die Lungen. Und im Ausatmen fließt etwas wärmere Luft den Weg zurück nach außen, bis sie an deiner Oberlippe vorbeistreichelt. Wenn es einatmet, dann entfaltet sich dein innerer Körper aus seiner Mitte hin in seine Weite. Das Einatmen schenkt dir eine innere Weite. Und das Ausatmen schenkt dir den Weg zurück. Zurück aus der Fülle in eine innere Mitte und in eine Einkehr zu dir selbst. Und du wirst geatmet. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Die Atmung ist aber ein Ausdruck unseres inneren Gemütszustandes. Welche Qualität hat also in diesem Moment deine Atmung? Fühlt sie sich angespannt an oder entspannt? Manchmal ist sie aktiv und schnell, manchmal ganz sanft und ruhig. Vielleicht ist sie jetzt eher flach oder sie hat ein sehr tiefes Gefühl. Nimm es einfach wahr. Gibt es auf dem Atemweg bestimmte Engstellen? An ihnen wird die Luft verwirbelt und ein Atemgeräusch wird hörbar, dem du lauschen kannst. Oder es ist ein ganz weites und fließendes Atemgefühl ohne besondere Geräusche. Du brauchst dabei gar nichts zu tun oder zu verändern. Es geschieht alles von selbst, denn es atmet dich. Und dann wende dich schließlich auch deinen Gedanken zu. Es ist ganz natürlich und normal, dass wir ständig in Gedanken beschäftigt sind. Vielleicht merkst du ja gerade erst jetzt, dass du möglicherweise nicht immer ganz bei der Sache bist und dich von Gedanken ablenken lässt. Das ist völlig okay und normal. Versuche also auch den Gedankenfluss nicht zu kontrollieren oder gar zu erzwingen, dass du jetzt an nichts denken musst, das wird nicht funktionieren. Stell dir lieber vor, du wärst einfach ein Beobachter deiner Gedanken. Du siehst sie wie in einem Film, an dem sie vorüberziehen. Du siehst, was dich gerade beschäftigt, was dir durch den Kopf geht. Du siehst es, doch ohne dich in diesen Gedanken verhaftet zu fühlen. Sie laufen einfach vor deinem inneren Auge ab. Was siehst du also für Gedanken? Was beschäftigt dich gerade? Versuche sie fließen zu lassen und zu beobachten. Dabei ist es erstmal nicht wichtig, ob es angenehme oder weniger angenehme Gedanken sind.
Nimm sie einfach wahr und beobachte, was sie in dir auslösen. Gedanken dürfen da sein. Sie dürfen Raum bekommen. Nimm sie also an. Und stell dir vor, du könntest deine Gedanken einatmen. Du atmest sie ein, um sie wirklich ganz bewusst zu betrachten und zu sehen. Du gibst ihnen im Einatmen die Aufmerksamkeit, die sie jetzt gerade brauchen. Und dann atmest du sie aus. Du lässt sie los. Du atmest sie ein, um sie zu verstehen. Und du atmest sie aus, um sie loszulassen. Ein und aus. Einfach so. Und dann kann zwischendurch vielleicht ein Moment einer kleinen Stille entstehen, ohne es zu wollen. Eine kleine Stille zwischen den Gedanken. Ein kleiner Moment der Ruhe. Einfach so. Und dann bring die Aufmerksamkeit wieder zum Atemfluss. Und spüre, wie im Einatmen dein innerer Körper sich ganz liebevoll ausdehnt. Und im Ausatmen wieder zurück in seine innere Mitte eintaucht. Du nimmst wahr, wie dein Körper geatmet wird. Und wie er sich dabei bewegt. Wie er mitschwingt. So bekommst du wieder einen Bezug zu deinem eigenen Körper. Du fühlst seine Struktur. Du spürst die Meditationshaltung, in der du jetzt bist. Was hat sich in deinem Körper verändert? Wie fühlt er sich jetzt an? Nimm auch das ganz wertfrei wahr. Denn es ist so, wie es jetzt ist. Spür die Unterlagen, auf denen du bist. Die Erde, die dich die ganze Zeit über getragen hat. Und dann nimm auch den Raum um dich herum wieder wahr, seine Luft, seine Geräusche und Klänge. Dann mach dich langsam darauf gefasst, diese Meditation zu beenden. Und wenn du soweit bist, dann öffne ganz liebevoll und sanft deine Augen. Vielleicht ist es dir heute gut gelungen, dich auf dich einlassen zu können. Vielleicht war es aber auch eine große Herausforderung, immer wieder selbst bei dir zu sein und sonst nichts zu tun. Vielleicht war es auch ungewohnt, dir so viel Zeit zu geben und nichts zu machen, außer dich zu spüren und zu beobachten. Mit ein bisschen Übung wird es dir sicherlich besser gelingen, um leichter in diesen Modus zu finden. Wir werden also im nächsten Meditationsimpuls diese Übung weiter fortsetzen und den Dingen, die wir dort wahrnehmen, ihren Raum geben. Ich freue mich darauf, den Weg mit dir weiterzugehen und wünsche dir bis dahin alles Liebe.